Warum will Donald Trump eigentlich US-Präsident werden? Warum tut sich jemand, der im Prinzip schon absolut ausgesorgt hat in seinem Leben finanziell, warum tut sich jemand so etwas noch an, obwohl es nicht mehr nötig hätte, von der finanziellen Seite her gesehen? Darum geht es in diesem Video. Ja, genau diese Fragen, die ich jetzt eingangs jetzt so in den Raum gestellt habe, die hätte ich mir, sage ich jetzt mal, vor 2 Jahren wahrscheinlich selber gestellt. Jetzt nicht mehr, weil beim Studium, wie wir Menschen eigentlich so ticken und was uns antreibt, habe ich eben jetzt einige Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel viel durch die Werke von Tony Robbins, die ich dir jetzt in diesem Video ein bisschen näher bringen werde. Aber wenn du dir diese oder ähnliche Fragen, die ich jetzt eingangs jetzt hier so in den Raum gestellt habe, stellst, dann bist du wahrscheinlich jemand, der glaubt, dass eines der größten und erstrebenswerten Dinge im Leben Geld ist. Also einfach finanzielle Freiheit. Wahrscheinlich bist du auch ein Lottospieler, der sagt, wenn ich endlich diesen Lotto-Sechser machen würde, wie es bei uns in Österreich ist, oder den Jackpot knacken würde, dann könnte ich entweder aufhören zu arbeiten und das Leben genießen. Wahrscheinlich hast du solche oder ähnliche Gedanken, wenn du dir Fragen wie die ersten zwei in meinem Vorspann stellst. Aber eine kurze Erläuterung. Zum Beispiel der Tony Robbins, das ist einer der größten und bekanntesten Erfolgstrainer, der eben weiß, warum manche Menschen sehr viel Erfolg haben, warum die glücklich sind und warum andere wieder nicht glücklich sind. Der sagt, ein Mensch hat verschiedenste mal Grundbedürfnisse. Da ticken wir eigentlich alle gleich. Und ich werde jetzt in diesem Video auch nicht alle diese Grundbedürfnisse jetzt aufzählen. Aber zum Beispiel bei der Frage, warum sich jemand wie Donald Trump noch einmal, obwohl es finanziell nicht mehr nötig hätte, so einer Tortur aussetzt. Und ich sage jetzt mal, das ist ja wirklich keine schöne Aufgabe, das ist stressig, man ist ständig unterwegs, man ist immer in der Öffentlichkeit, man hat eine Wahnsinnsverantwortung. Warum tut sich jemand so etwas an? Und da gibt es jetzt drei dieser Grundbedürfnisse, die ich da erkannt habe, die ein Donald Trump höchstwahrscheinlich hat. Natürlich beruht hier alles auf meiner eigenen Meinung, aber die möchte ich eben hier mitteilen. Erstens mal fühlen wir Menschen uns erst wirklich gut oder sind sie erst richtig lebendig, wenn wir uns der Unsicherheit aussetzen. Menschen, die immer in einem gesicherten Bereich leben, die sich nie irgendwo einer Unsicherheit, ja sage ich jetzt mal, aussetzen, die sterben schön langsam, ich sage jetzt mal, von der emotionalen Ebene ab. Das ist ein Naturgesetz, entweder man wächst oder man stirbt ab. Stillstand gibt es nicht. Und wenn du vielleicht jetzt mal zurückdenkst, dann wie soll ich denn jetzt sagen, an Situationen in deinem Leben, wo du dich richtig gut gefühlt hast oder die schön waren. Ich denke da zum Beispiel immer bei mir, wenn ich auf ein sportliches Laufevent hin trainiere, da weiß ich ja zum Beispiel auch vorher nicht, wie es mir gehen wird, wie das Wetter an diesem Tag werden wird, wie groß die Konkurrenz ist. Das sind alles Unsicherheitsfaktoren. Und genau das das treibt einen an, das hält einen am Leben. Diese Unsicherheit, die ist einfach wunderbar. Ich habe das auch mal bei einem Verwandten von mir gemerkt, der mal kurz sportlich aktiv geworden ist und dann bei einem Mountainbike-Rennen mitgefahren ist. Und der war übrigens damals ziemlich übergewichtig und hat eben zu trainieren begonnen. Man konnte dem richtig ansehen, wie er diese Unsicherheit genossen hat. Das kannte der in seinem Leben schon jahrzehntelang vorher nicht mehr, sage ich jetzt mal. Und diese Unsicherheit, wie denn das werden wird und was da auf ihn zukommt, das hat er richtig genossen. Das kannte man ihm an. Und genau das ist auch ein Punkt, warum Donald Trump wahrscheinlich so etwas macht. Der hat alles erreicht im geschäftlichen Bereich. Der ist Milliardär, ja, bekannt, der ist einer der bekanntesten Geschäftsleute in den USA schon gewesen, aber das hat ihn wahrscheinlich nicht mehr befriedigt. Das war dadurch, dass er so erfolgreich war, schon alles innerhalb seiner Komfortzone. Der brauchte, glaube ich, jetzt einfach mal etwas, das sogar für ihn etwas ist, wo er nicht sagen kann, dass er das auf jeden Fall erreicht. Also ich glaube, diese Unsicherheit, die war ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ihn, dass er einfach eine neue Herausforderung hatte. Dann geht es weiter mit einem weiteren Grundbedürfnis. Das ist Wachstum. Das ist zwar jetzt
ziemlich verwandt auch mit der Unsicherheit, aber der konnte auch wahrscheinlich in seinem Bereich nicht mehr wachsen. Das ist irgendwann, glaube ich, absolut unrelevant, ob man jetzt 1 Milliarde hat oder 2 Milliarden, da vereintet sich nicht mehr viel vom täglichen Ablauf. Das ist nicht mehr dieses Wachstum oder dieser Wachstum, der ja strebenswert ist. Und auch da, glaube ich, hat er neue Herausforderungen gesucht, um hier nochmal zu wachsen und sich als, ja, als Politiker hier bestmöglich zu verkaufen. Das ist ja der Bereich des Wachstums. Und dann gibt es noch ein drittes Bedürfnis und das ist die Bedeutung. Wir haben ein ja, wirkliches Grundbedürfnis auch nach Bedeutung und auch hier, das ist jetzt ähnlich wie mit dem Wachstum, wahrscheinlich weil ihm die Bedeutung, die er in seinem Geschäftsleben bisher schon genossen hat, mittlerweile zu wenig oder auch das ist er gewohnt geworden. Und als US-Präsident steigt man eben mit der Bedeutung nochmal viel, viel höher auf. Also das sind so die drei Dinge, die ich glaube erkannt zu haben, wenn ich jetzt den Lehren von Tony Robbins zufolge, die ein Donald Trump zum Beispiel gebraucht hat, um sich wieder besser zu fühlen und sich bestätigter zu fühlen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für mich, für dich, wenn du dich jetzt gefragt hast, wahrscheinlich warum sich so einer das noch antut. Vergiss das mit den finanziellen Mitteln. Das ist schön, weil man Geld hat, aber streb niemals einen Lottogewinn an. Du darfst niemals irgendwo das Bedürfnis haben, vom Nichtstun Geld zu bekommen. Du wirst damit nicht glücklich. Was machst du denn mit einem Super-Jackpot-Lottogewinn? Die Freunde, die du jetzt hast, zu denen passt du nicht mehr, denn die sind dir neidisch, da passt du nicht mehr dazu. Zu denen, die sich das Geld durch Unternehmen, durch unternehmerisches Denken wirklich verdient haben, zu denen passt du auch nicht dazu, denn da bist du momentan, und jetzt sage ich es klipp und klar, zu klein gestrickt für die. Denn wenn du die Fähigkeiten hättest, so ein Vermögen zu haben, dann hättest du es vorher schon irgendwie anders bekommen. Aber du hast es eben durch einen Trick, durch Glück bekommen im Lotto und vergiss das, damit wirst du nicht glücklich. Ich kann dir nur den einen Tipp geben, beschäftige dich damit, mit den, zum Beispiel mit den Werken von Tony Robbins, wie man erfolgreicher und glücklicher wird. Da ist egal, was du da liest, das ist alles toll von ihm. Und ich schlage dir vor, setz dir ein Ziel und versuche das zu erreichen oder setz alles daran, dieses Ziel zu erreichen. Das befriedigt dich viel mehr als irgendein blöder Lottogewinn. Und wenn du Probleme von anderen Menschen löst, vielleicht durch irgendwelche Produkte oder Erfindungen oder durch deine Fähigkeiten, die du hast und die du anderen vermittelst und verkaufst, dann kommt das Geld von ganz alleine. Und vergiss eben, dass das alles nur damit zusammenhängt, dass du viel Geld hast. Denn sonst würde meiner Meinung nach zum Beispiel ein Donald Trump nicht um dieses Amt des US-Präsidenten kandidieren. Mittlerweile, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, steht jetzt gerade fest, dass er es wirklich geschafft hat. Also du siehst, diese Leute, die würden alle nichts mehr machen, wenn rein das Geld verdienen der höchste erstrebenswerteste Gral im Leben wäre. Das ist mir eine wichtige Botschaft heute. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch einen Kommentar und irgendwo im Video findest du auch die Möglichkeit, wo du diesen Kanal abonnieren kannst, dann erhältst du immer weiteren Updates. Und wenn du dich interessierst für einige Erfolgsstrategien, wie du Ziele erreichen kannst, ich habe da einen kleinen Kurs erstellt. Den findest du, wenn du einfach auf den Link unter dem Video klickst, und auch im Video findest du die Möglichkeit, wo du das mit einem Klick anfordern kannst. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten.